So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Review bei mir auf dem Kanal. Heute, Freunde, testen wir Drift Trikes, aber nicht Drift Trikes für Kinder, sondern für Erwachsene, die richtig, richtig viel Power haben. Und ich habe schon ein bisschen Angst, denn ich habe das gesehen in anderen Videos und die Leute gehen da schon richtig ab damit. Aber es wird sich gleich draußen zeigen, Freunde. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn wir vielleicht die 5000 Daumen nach oben knacken für dieses Video. Wäre mega. Oder vielleicht sogar 10.000. Deswegen lassen wir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Übrigens, diese Trikes wird es tatsächlich bei mir im Shop zu kaufen geben als Tutu Edition. Wir haben einen Strom, eine benzinbetriebenes und welche ohne Antrieb. Das heißt, ihr könnt selber treten. Deswegen, wenn ihr Bock habt, so ein Teil zu kaufen, aber schaut euch natürlich das Video zu Ende an. Übrigens, ich bin die Dinger noch nie gefahren. Ich fahre die zum ersten Mal. Das wird richtig crazy, aber ich freue mich mega drauf. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal raus und testen das Ding. Viel Spaß mit dem Review. Los geht's. So, also ich bin richtig aufgeregt. Wie gesagt, ich bin noch nie damit gefahren. Wir machen das zum ersten Mal. Und ich würde sagen, wie gesagt, guck nicht in die Garage. Ich nenne das gerne die Garage des Todes. Warum? Wenn man da reingeht, kommt man nicht mehr lebendig raus. Aber es ist ja nicht so, als wenn man die nicht zwischendurch mal aufräumen würde. Es ist ja nicht so, als wenn man die nicht aufräumen. Wir räumen sie immer auf, aber das bringt nichts. Es bringt nichts. Jede Woche ist dasselbe. So, da haben wir das, Leute. Das ist gerade am Laden. Ich stecke das mal ab. Wofür dieser Hammer gut ist, das werdet ihr gleich sehen, denn ihr werdet den brauchen. So Leute, guckt euch das Ding an. Guckt euch diesen riesen Reifen an. Das sieht einfach so krank aus. Hier vorne haben wir einen 1500 Watt Motor drin verbaut. Mit einer 8 Zoll Bremsanlage, Freunde. Und das ist schon, das sieht schon nice aus. Diese Felge in Orange. Diese Griffe. Hammermäßig. Das Ding ist nicht auf der Straße zugelassen. Deswegen fahren wir gleich nicht auf der Straße. So, hier vorne geht man Gas, Freunde. Und das kennt ihr sicherlich aus vom Motorräder. Und ja, hier haben wir unser... Ja, Schlüssel, es hat einen Schlüssel tatsächlich, ihr kennt es hier drin, dann startet es. Wir haben eine Akkuanzeige hier. Der Akku ist hier, der liefert insgesamt 48 Volt und hat 20 Amperestunden, also was Kräftiges. Das ist was für Männer, Freunde, glaubt mir. Das Teil schafft insgesamt 50 km/h, das müsst ihr euch mal in die Zunge zergehen lassen. 50 km/h und ihr könnt euch bei 50 km/h einfach mal übelst drehen. Was mir ein bisschen so Sorgen macht, ist tatsächlich die Bremsanlage, die ist ein bisschen... Schwammig, die muss ich glaube ich einstellen, aber gut. Von der Verarbeitung her ist das wirklich top. Guckt euch, guckt mal, also allein diesen Sitz hier an, das ist einfach hammermäßig. Ihr könnt es hier verstellen, ihr könnt nach vor, vor und zurück, je nachdem wie groß eure Beine sind. Und jetzt kommen wir schon zu dem, ja, zu dem Hauptteil dieses Gerätes, und zwar die Reifen. Und da wird das hier gebraucht. Warum? Wir haben hier normale Reifen, ganz normale Go-Kart-Reifen würde ich mal sagen. Wir haben ein PVC-Rohr sozusagen, damit lässt sich das Ganze noch deutlich krasser einstellen, weil du driftest damit einfach viel krasser. Aber dadurch wird es natürlich auch unkontrollierbarer. Kann man das denn auch ohne die Dinger fahren? Ja, das kann man auch ohne die Dinger fahren, aber der rutscht dann nicht mehr so krass. Hiermit rutscht er natürlich besser. So, und wofür braucht man den Hammer? Ganz einfach, Freunde. Das Ding rutscht halt manchmal immer raus und das müsst ihr reinkloppen. So, seht ihr das? Einfach mal reinkloppen. Wenn es deine Position ist, so wie das, nehmt ihr eine Fahrradpumpe und pustet ihn mal schön auf. Los geht's, pumpen, pumpen. Dieses Strike hier war tatsächlich ist ein ziemlich berühmtes Strike. Das war schon in vielen Sendungen zu sehen und jetzt habe ich den richtig cool. Sogar bei den Geistens, glaube ich auch, ja, ne? Ja, ich glaube sogar bei den Geistens. So Leute, aber es gibt noch ein kleines Problemchen, ne? Bevor wir da zu der Stelle hingehen, wo wir gleich fahren werden. Und zwar, wie kriegt man das Ding ins Auto? Ich glaube, das passt nämlich nicht in meinen Kofferraum. Das werden wir aber jetzt mal testen, oder? Dicke Tonne! Oh Gott, mach das Auto nicht kaputt. Okay, wie soll man das transportieren können? Also ich finde, da sollten die Hersteller sich noch was einfallen lassen. Das war's. Ja. So Leute, wir sind jetzt hier an unserer Location angekommen, den Skaterpark in Leverkusen unter der Schelzenbrücke, Freunde. Ein riesen Dankeschön geht an die Stadt Leverkusen, dass ihr mir tatsächlich erlaubt, hier meine Hoverboard zu testen. Vielen Dank, dafür kriegt ihr erstmal einen Depp. Danke, ihr seid die Geilsten. So, jetzt würde ich sagen, Selina hat schon einen Helm an, ne? Du testest es gleich auch mit mir. Ich ziehe natürlich einen Helm an, weil ich habe keine Ahnung, wie das Teil ja, reagiert. Ich bin noch nie das Ding gefahren. Und das Ding, wie gesagt, es fährt 50 km/h und ich habe keinen Bock, mich zu verletzen. Und außerdem brauche ich eine Kamera da oben drauf. Wir fahren erstmal normal, mal gucken, ob das Ding überhaupt normal fahren kann. Ich schalte einmal meine Kamera an. Also wir haben tatsächlich zwei Schlüssel. Zack, ein Schlüssel hier und ein Schlüssel da vorne. Das müssen wir einschalten. Ihr seht mal die LED-Anzeige, das ist noch gut voll. Und normalerweise müsste das jetzt der Akku 45 Minuten halten, so ungefähr eine Stunde, je nachdem wie man fährt. Und ich würde sagen, mein erstes Mal auf den Drift-Track. Los geht's. Man kann, wie gesagt, den Sitz einstellen, vor und zurück. Je nachdem, wie groß ihr seid, das werdet ihr mal gucken, was besser ist. Ich fange mal so mit. Ich fange mal hinten an. Na, das wird zu weit weg. Meine Arme müssen irgendwie passen. Okay. Okay, Leute. Ich bin mal gespannt. Okay, ich versuche erstmal nur ein bisschen geradeaus zu fahren. Das geht gar nicht. Man kann gar nicht geradeaus fahren. Alter, was?
Oh Gott! Ja. Alter, was ist das? Ah, ist das krass! Pass auf, ich versuch wirklich nur geradeaus zu fahren, um zu gucken, wie schnell das Ding wirklich ist. Pass auf, fangen wir da hinten an. So, geradeaus, los geht's. Mal gucken, wie schnell das Ding wird. Oh, oh Scheiße. Oh, fuck. Ah, Alter. Oh, die Bremsen, die sind nicht so gut. Oh, fahr mal da oben drauf. Oh, Scheiße. Ist das krass, Alter. Scheiße, das ist ein bisschen zu tief. Alter! Oh mein Gott! Ah! Oh, das ist voll schnell! Oh! Oh! Das ist so krank! Oh, das ist so krank! Leider, wir sind ein bisschen zu tief hier. Der kratzt immer hier in den Hügel. Das heißt, könnte man richtig geil Drift hier machen. Ist das krank! Wow. Oh, fuck! Alter! Das Ding hat zwei Probleme. Erstens, wenn man driftet, was passiert mit meinem Bein? Seht ihr das? Ich komme an den Reifen. Ja. Ne? Das ist natürlich scheiße. Das heißt, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Man muss versuchen, den Bein ein bisschen wegzuhalten. So, und dann, wie gesagt, das ist ein bisschen zu tief. Man kommt ziemlich schnell an Sachen dran, aber das ist so krass, das ist crazy. Ich habe gesehen, dass man tatsächlich das Ding auf zwei Räder fahren kann. Ich habe eben schon gemerkt, dass es ein bisschen abgehoben ist. Versuch das mal. Ich raste mal da hoch. Ich raste mal da hoch. Alter, ich hab Angst. Oh, fuck. Oh, oh. Scheiße, Alter. Überall liegt hier Glas. Ah. Oh. Oh Gott. Guckt euch das an, wie schnell das ist. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt. Aber das ist so heftig. Das ist so heftig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so krank, was für eine Power das Ding hat. Wenn ich gerade ausfahre, das braucht ein bisschen. Also man kann sich nicht vorstellen, wie die Kurve wird, wenn du Gas gibst, bist du schneller auf 50 km/h. Bei denen dauert es ein bisschen, aber sobald er die Geschwindigkeit hat, dann kriegst du Angst. Das sind 50 km/h. Das sieht aber auch schon beim Zugucken, muss ich echt sagen, echt krank aus. Das ist richtig heftig. Aber so ziemlich das Lustigste, was wir wirklich bis jetzt hatten. Das ist einer der krankesten Geräte, die ich jemals getestet habe, was die Elektro-Power hat, ohne Scheiß. Das ist so einfach. Dass ich auf zwei Rädern. Dass ich auf zwei Räder fahren kann, direkt nach dem ersten Mal, ist auch crazy. Ich habe gedacht, ich kipp um. Aber das geht ganz einfach. Ne? Du musst einfach nur. Jetzt mal kurz mit der Selina, ich will auch mal testen. Ohne. Natürlich machen wir da ganz langsam. Warte, ich zieh mal ein bisschen nach vorne. Auf die Füße von Papa. Und jetzt geht's los. Komm auf den Hügel. Yeah. Für klein und groß ein Riesenspaß.
Freunde, das Ding ist der Oberknaller. Hammer, Hammer. Es gibt wirklich wenige Punkte, wo ich sagen würde, das könnte man verbessern. Wie zum Beispiel, das Ding ist zu tief. Man kommt leider sehr schnell an Bordsteine oder an Hubel. Bleibt man ziemlich schnell hängen. Und darunter sind die Kabel verlegt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn man das schleift, gehen die Kabel auch tatsächlich ein bisschen kaputt. Die Bremse war noch nicht so ganz gut eingestellt. Die muss ich besser einstellen. Aber das Ding macht ultra Fun. Es ist wirklich einer der besten Geräte, zumindest Elektrogeräte, die ich jemals getestet habe. Das ist unfassbar. Bei 50 km/h sich so zu drehen, Leute, das traut sich nicht jeder. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich weiß nicht, wie das in der Kamera für euch so rüberkam, aber für mich war das unglaublich krass. Man ist so tief am Boden, man fährt so schnell und man dreht sich so unglaublich schnell. Der Spaßfaktor ist bei over 9000, das kann ich euch jetzt schon sagen. Es ist unglaublich. Ihr könnt natürlich auch diese Rohre, die um die Reifen sind, wegmachen, dann driftet ihr nicht mehr so krass, aber glaubt mir, lasst sie dran, die sind richtig geil. Die machen richtig laut. Was ich vielleicht noch ein bisschen ändern würde, wäre natürlich die Anzuggeschwindigkeit. Die war mir noch ein bisschen zu langsam. Der schafft es zwar ziemlich schnell auf 50 km/h, aber diese Beschleuniger erstmal auf die 20, 30 km/h, die brauchen etwas und danach geht das Ding richtig ab. Richtig cooles Gerät. Ich will das Ding nicht mehr vermissen. Das macht wirklich Spaß. Und nicht vergessen, Leute, diese Teile gibt es natürlich bei mir im Shop zu kaufen. Einfach unten in der Beschreibung draufklicken, dann kommt ihr sofort zum Shop. Wie gesagt, wir haben verschiedene dort. Guckt einfach, welche euch am besten gefällt. Ich persönlich finde den Strom extrem geil und es macht mega Spaß. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Auf dieser Seite kommen zu weiteren lustigen Reviews. Bei mir auf dem Kanal links und rechts, wenn das Social Media auf den ich vertreten bin. Ich empfehle euch Instagram. Da poste ich immer ein bisschen sneaky peeky von den ganzen Videos. Direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.